Es ist der 15. Januar 2011. Wir sind mit unserem Schiff, der Magnifica von MSC, unterwegs auf dem Lido von Venedig. Vor uns breitet sich die Stadt förmlich wie ein Bilderbuch aus. Unsere Tour soll durch das östliche Mittelmeer gehen. Doch unsere Reise begann eigentlich schon am Vortag. Frühzeitig ging es in Dresden los, über Chemnitz, Hermsdorfer Kreuz, Nürnberg, München und natürlich führte auch unsere Route durch das schöne Österreich. Hier machen wir gerade eine Rast am Ampasser Hof. Auch hier ist von Winter nicht mehr allzu viel zu spüren. Bei einem kleinen Spaziergang kann man das herrliche Panorama der Innsbrucker Alpen genießen. Übernachten werden wir im Großraum von Verona. Am nächsten Morgen geht es weiter Richtung Venedig. Die Distanz ist nicht mehr allzu groß und so sind wir nur noch ca. 2 Stunden unterwegs. Vom Festland aus gelangt man über die Brücke der Freiheit direkt in die Lagunenstadt Venedig. Neben der Straße führen auch Eisenbahngleise über die Brücke. Gleich dahinter befindet sich das Kreuzfahrerterminal. Und nun ging alles ganz schnell. 9:30 waren wir am Terminal. Ganz fix wurde eingecheckt, denn wir hatten die Möglichkeit mit einem Shuttleboot kurz nach 10:45 uns zum Markusplatz zu begeben. Und diese Chance wollten wir uns nicht entgehen lassen. So sind wir bereits auf einem kleinen Boot direkt unterwegs ins Zentrum der Lagunen- und Hafenstadt Venedig. Vom Kreuzfahrthafen zum Markusplatz ist man ca. 15 Minuten mit dem Schiff unterwegs. Nun sehen wir zum ersten Mal live das herrliche Panorama von Venedig. Die Stadt liegt an der Adriatischen Küste in Norditalien. Venedig ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. In der Stadt leben derzeit noch ca. 270.000 Menschen. Im historischen Zentrum der Stadt sind es nur noch ca. 60.000. Das historische Zentrum der Stadt erstreckt sich über 118 Inseln. Bis im Jahre 1797 die Selbstständigkeit der Stadt erlosch, war Venedig 1000 Jahre lang Republik. Venedig war damals eine bedeutende politische und wirtschaftliche Macht im mediterranen Raum. Die Stadt profitierte vom Handel mit Luxuswaren, Gewürzen, Salz und Weizen. Sie entwickelte sich zugleich zu einem großen Finanzzentrum. Seit 1987 stehen Venedig und seine Lagune auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Unzählige Touristen strömen Jahr für Jahr in die beliebte Lagunenstadt. Anno 2011 stehen wir hier und bewundern den Löwen von San Markus. Die Seufzerbrücke hat ihren Schrecken zum Glück in der heutigen Zeit verloren. Denn der Gang zum Gefängnis gegenüber dem Dogenpalast wird diesbezüglich schon lang nicht mehr genutzt. Der Dogenpalast war seit dem 9. Jahrhundert Sitz des Dogen und der Regierungs- und Justizorgane der Republik Venedig. Der Palast ist einer der bedeutendsten Profanbauten der Gotik in der Stadt. Er ist ein Glanzwerk venezianischer Baukunst. Zu den Anfangszeiten der Republik war der Doge faktisch ein Alleinherrscher. Später war er dem Großen Rat, sozusagen einer Art Parlament, Rechenschaft schuldig. Thank you.
Gegenüber dem Dogenpalast befindet sich die Nationalbibliothek und auch der große und bekannte Campanile, auch bekannt unter dem Namen Markusturm. Direkt neben dem Dogenpalast befindet sich der Markusdom. Ursprünglich stand hier eine Kirche im byzantinischen Stil mit dem Schrein der Gebeine des heiligen Evangelisten Markus. Nach einem Brand entstand im Jahr 976 bis 1094 eine Kreuzkuppelkirche nach dem Vorbild Konstantinopels. Die Kirche ist im Inneren und auch außen mit seinen Mosaiken prächtig anzusehen. Der Kirchenbau repräsentiert den Anspruch von San Marco als Staatskirche Venedigs und ist zugleich ein Zeichen des Triumphes über Konstantinopel, wurde es doch im Jahr 1204 bei einem Kreuzzug erobert. Die Macht des starken Byzanz war gebrochen. Wir halten es nun wie diese Taube und legen eine kleine Rast ein, um die vielfältigen Eindrücke, die wir schon gewonnen haben, etwas zu verarbeiten. Der Markusturm gilt als Symbol der Stadt. Er ist mit über 98 Metern das höchste Gebäude der Stadt Venedig. Ebenfalls am Markusplatz befindet sich der Uhrenturm. Er wurde Ende des 15. Jahrhunderts errichtet. Die astronomische Uhr mit ihrem Ziffernblatt aus Lapislazuli zeigt die Mond- und Sonnenphasen und die Tierkreiszeichen an. Zwei riesige Figuren aus Bronze schlagen auf einer Bronzeglocke die Stunden an. Wir begeben uns durch das Tor in das Gewimmel der Gassen. Wer denkt, Venedig nur mit dem Boot anschauen zu können, der irrt. Ein enges Netz von vielen Gassen zieht sich genauso durch die Stadt wie das enge Netz der Kanäle. Die Produktion des Murano-Glases machte die Republik Venedig in aller Welt berühmt. Auch die Gondolieris tragen mit zur Berühmtheit der Stadt bei. Ebenso die vielen Masken, die es hier zu kaufen oder auch anzusehen gibt. Symbolisieren sie doch die Wichtigkeit des Karnevals in Venedig. Der Karneval war früher hier ein richtig großes Politikum und Kulturspektakel. Von dem einstigen Reichtum der Stadt sieht man nicht mehr allzu viel. Viele Fassaden haben eine Renovierung bitter nötig. Inzwischen sind wir wieder auf dem Markusplatz angekommen. Inzwischen haben sich die Wolken und das trübe Wetter verzogen und wir genießen den Markusplatz im strahlenden Sonnenschein. Entlang der Nationalbibliothek begeben wir uns noch ein wenig in Richtung des Canale Grande. Dabei finden wir auch das Büro der Touristinformation. Doch leider, es ist noch keine Saison. Es ist geschlossen. Trotz der schönen Sonne, der Eindruck trügt etwas. Es ist halt noch Januar. Es ist kühl. Die meisten der vielen Gondeln von Venedig liegen am Ufer verteilt. Auch dieses schöne Portal zeugt von besseren Zeiten. Vom Canale Grande aus blicken wir zum alten Zollhaus. Auch die Kirche Santa Maria della Salute befindet sich hier. Übrigens kann man mit Hilfe von Wassertaxen sehr gut in Venedig unterwegs sein.
Auf unserem Rückweg zum Markusplatz kommen wir an dieser barocken Kirche vorbei. Wir kommen diesmal von einer anderen Richtung zurück auf den Platz, immer wieder beeindruckend, der Campanile. Viele der Gondeln liegen aufgrund der niedrigen Temperaturen ungenutzt auf dem Wasser. So wie dieses Fährschiff werden auch wir in wenigen Stunden hier entlangfahren. Es ist Zeit, zum Schiffsanleger zurückzukehren. Es ist 2:45 und das letztmögliche Schiff, was uns zurück zur Magnifica bringt. Denn diese will pünktlich um 16 Uhr ablegen. Unsere Fahrt geht vorbei an der Kirche San Giorgio Maggiore. Jetzt im Sonnenschein kann die Lagunenstadt ihr Panorama noch viel deutlicher hervorbringen und es ist noch viel schöner, als wir es am Morgen kennengelernt haben. Hier am alten Zollhaus beginnt der berühmte Canale Grande. In diesem Zollhaus wurde übrigens nur die Ware eingelagert, welche von seewärts kam. Ein ähnliches Zollhaus gab es auch von der Landseite her. Wir sehen die Kirche Santa Maria dei Gesuati. Langsam, aber sicher nähern wir uns wieder dem Kreuzfahrerhafen von Venedig. Wir blicken in Richtung Festland zum Industriegebiet. Wer mag wohl der Eigner dieser schnittigen Yacht sein? Hier liegt sie nun, unsere Magnifica. Die Größe des Schiffes ist beeindruckend. Das Schiff ist 294 Meter lang und 32 Meter breit. Es besitzt einen Tiefgang von 8 Metern. Allein 13 Decks sind für die Passagiere da. Endlich an Bord angekommen, haben wir gar keine Zeit, uns etwas einzurichten, denn es findet sofort die Seenotrettungsübung statt. Danach sieht jeder zu, dass er schnell an Deck kommt. Denn keiner will die herrliche Ausfahrt aus Venedig verpassen. Der Kreuzfahrtdirektor gibt von der Brücke aus einige Informationen zu wichtigen Gebäuden der Stadt. Aus dieser Höhe hat man schon wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf die Stadt mit ihren Plätzen, Häusern und vielen Kanälen. Es ist Rummel in Venedig. Vom Schiff aus können wir sehen und erahnen, was wir alles nicht gesehen haben. Das Schiff hat pünktlich 16 Uhr den Hafen verlassen und über den Canale Giudecca und den Canale Grande fahren wir weiter Richtung offenes Meer.